Geht los. Hörst du mich? Hört ihr mich übrigens? Sound, Ton? Ja. Ton ist gut. Achtung, Klappe. Patriotismus ist für mich eine gesunde Liebe zu seinem Vaterland, zu seiner Heimat, ja, zu dem Ort, wo man eigentlich herkommt, wo man meistens auch geboren wurde. Das ist sehr oft so. Ja, das kann sich vielleicht ändern durch irgendwelche Lebensbedingungen, dass man in ein Land kommt, dass man lieben und schätzen lernt. Patriotismus unterscheide ich aber ganz klar von Nationalismus. Ja, ganz klar. Nationalismus stellt die Nation über andere, eine Nation über die anderen, und das ist natürlich falsch. Patriotismus ist, wie gesagt, eine eigentlich, wenn man sie anständig lebt, gesunde Lebenseinstellung. Und bist du ein Patriot, würdest du... Ich habe dir erzählt, ich hatte so viele Probleme damit, dass Leute es zugeben. Sogar du hast auch gesagt, ich bin Pazifist lieber als Patriot. Fängt vielleicht damit an, ich würde mich als oder ich würde mich nicht als Patriot. Ich würde mich in erster Linie als ein Wertepatriot bezeichnen. Also ich kämpfe für gewisse Werte wie Gerechtigkeit, Frieden, Umwelt etc. Also mehr ein Wertepatriot als bezogen auf eine Nation. Andererseits muss ich ja zugeben, da ich mein Leben lang hier lebe, in diesem Land, in Deutschland, fühle ich mich natürlich auch irgendwo wohl in Deutschland. Das ist natürlich auch ein Land, was meine Heimat ist, ich bin hier geboren, etc. Also, aber wichtiger sind für mich Werte als Nation, denn, das ist meine Erklärung dafür, niemand kann für den Ort seiner Geburt. Kein Mensch kann ja für den Ort seiner Geburt. Es ist ein Zufall, dass die Eltern, die wir alle haben, in dem Land nun mal waren. Also der Klapperstorch wirft sein Ei zufällig dort ab, wo du geboren wirst. Niemand kann ja wirklich für den Ort seiner Geburt. Deswegen mag ich dann Leute nicht, die dann nur darauf stolz sind, deutsch zu sein, etc. Sie können nichts dafür. Im nächsten Leben werden sie in Afrika groß. Fertig. Was ist jetzt hier also los mit den Deutschen, die nicht zugeben wollen, obwohl, ja, wieso spricht man das nicht aus? Wieso sind die versteckt? Was ist los? Deutschland hat natürlich eine ganz schwere historische Bürde zu tragen, so können wir das nennen. Das wissen wir alle. Der Zweite Weltkrieg, die Nazizeit etc. Da ist etwas Furchtbares passiert in der langen deutschen Geschichte, die ist ja nun schon wirklich sehr lang. Und da wurde natürlich auch von den Alliierten, von den Gewinnern des Krieges ganz klar darauf geachtet, dass Deutschland jetzt nicht wieder zu stolz, zu selbstbewusst wird, um einen eventuellen Rückfall in die Nazizeit zu verhindern. Also man muss auch das verstehen, ein etwas übertriebener Reflex nach dem Zweiten Weltkrieg von außen, der uns runterdrückte mit unserem Nationalstolz, und auch eine Scham, die auch vielleicht nicht die richtige Verarbeitung der Ereignisse des Zweiten Weltkriegs. Ich sage auch, die Deutschen haben nicht richtig aufgearbeitet den Zweiten Weltkrieg. Soll man als Deutsches stolz drauf sein, dass man deutsch ist? Oder bist du als Deutsche stolz drauf? Kannst du ganz klar sagen und ohne komische Gefühl dabei zu haben, ich bin stolz, Deutscher zu sein? Oder ich Na, so. Tut mir leid, das ist eine Frage, die stellen mir Leute oft in den sozialen Medien. Ich kann stolz sein, ein guter Mensch zu sein, etwas Gutes zu tun, etwas vollbracht zu haben. Aber ich kann nicht stolz, das ist das Wort stolz, ich kann froh sein. Ich bin froh, in Deutschland zu leben. Ich bin froh, ein Deutscher zu sein, weil ich dadurch viele Annehmlichkeiten habe, in diesem Land groß zu werden. Es ist ja wieder ein Schlaraffenland auf dieser Welt. Das ist froh sein. Stolz kann ich, das ist mein Spruch, es geht aber jetzt um Stolz, auf das sein, was ich vollbracht habe und nicht auf den Zufall meiner Geburt. Ich kann nicht stolz sein auf den Zufall meiner Geburt. Und wie siehst du die, es gibt diese Tendenz oder diese neuen Patrioten und in Deutschland, wer ist das? Oder siehst du das? Gibt es in Deutschland Patrioten? Allgemein ist ja nun in der Welt so eine... Trump hat gewonnen, überall kommen Patrioten an die Macht. Le Pen in Frankreich, Österreich geht den Patriotenweg. Da muss man eben wieder aufpassen. Patriotismus vermischt mit fremden Feindlichkeit. Das ist ganz gefährlich und die natürlich Vorstufe wieder zum Nationalismus.
Ja, wenn Patriotismus in die falschen Hände gerät, hat, glaube ich, Richard Wagner gesagt, in die falschen Hände von irgendwelchen wichtigen, mächtigen Männern, dann kann Patriotismus missbraucht werden. Goethe hat auch sogar gesagt, Patriotismus ist der Weltenuntergang als Vorstufe vom Nationalismus. Also da waren schon ein paar Denker, die sich darüber Gedanken gemacht haben, und ich habe das auch so verstanden, dass man eben nicht blind und nur, ja, ich bin stolz, Deutscher zu sein, und dann den ganzen Tag mit der Deutschlandfahne rumlaufen muss. Man kann sich freuen, Deutscher zu sein, feiern, die Nationalhymne singen, die Fahnen schwingen zu Festtagen, wie gesagt, die traditionellen Feste begehen, Feiertage begehen und dann auch wirklich laut sagen, es ist schön, hier zu sein. Wunderbar. Aber das reicht für mich in jeder Nation auf dieser Welt. Was bedeutet für dich, Deutscher zu sein? Deutscher zu sein bedeutet für mich in erster Linie, ein großes Glück zu haben. Ein großes Glück, in einem Land zu leben, das wirklich noch die soziale Marktwirtschaft innehat und dadurch abgesichert zu sein. Ja, hier ist die Krankenversicherung, das wird ja von vielen aus anderen Nationen gesagt, ihr habt eine tolle Krankenversicherung, allgemein die soziale Absicherung durch die Arbeitsämter, ob nun Hartz IV etc. Du wirst immer noch aufgefangen. Es gibt das soziale Netz in Deutschland und das ist ein Luxus. Die anderen tanzen alle auf dem Seil ohne Netz. Wir Deutschen können auf dem Seil tanzen und da ist ein Netz drunter. Das ist ein Riesenunterschied zum Rest der Welt. Ja, ja, und trotzdem haben so viele ein Problem damit zuzugeben, dass die echt Glück haben oder eine Art Dankbarkeit auszusprechen. In ja. dem Sinne, danke. Ja. Es geht mir gut hier, es ist ein tolles Land zu leben. Ich mag das Land, ich bin vielleicht sogar ein Patriot. Das können die nochmal. Wo sind dann diese neuen Leute? Oder weißt du? Da hast du recht. Da hast du natürlich, es gibt auch eine Gegenströmung vom Patriotismus. Das ist dann wirklich das sogenannte Antideutsche. Gibt es wirklich. Die in Deutschland leben, alle Vorteile genießen, aber sich ganz laut gegen Deutschland äußern. Das ist ja völlig krank. Das ist ja so, als wenn ich zu Hause bei einer Mama lebe und sage, ich hasse meine Mama, aber ich lebe da. Dann ziehe ich von zu Hause weg. Ich kann nicht die Mama hassen, solange ich da esse am Tisch und den Eintopf von der Mama esse und die Kartoffeln, kann ich nicht sagen, ich hasse Mama. Dann muss ich raus aus dem Land. Also ganz suspekt sind Leute für mich, und das ist auch nicht gesund, das ist ja krank, wenn man das, die Heimat, sein Zuhause hasst und trotzdem dort bleibt. Ja. Also da gebe ich auch recht, wer etwas, oder den Leuten recht, wer etwas nicht mag, der soll dann gehen. Und es gibt ja auch Leute, die das Land verlassen. In jedem, überall auf der Welt verlassen auch Menschen ihre Heimat, ihr Land. Das ist aber auch eine freie Entscheidung, die muss man auch tolerieren und akzeptieren. Und kommt aber dann nach Berlin. Ja, und ich habe Mainz verlassen und bin jetzt wieder in Berlin, weil mein Vater eben auch hier aus der Ecke kommt. Mhm. Aber ich habe darüber auch mit dem Professor gesprochen. Interessant ist, dass diese Gefühle Deutsche natürlich haben, die Geschichte zeigt das auch. Die werden aber nicht ausgesprochen. Ist das deiner Meinung nach auch gefährlich, dass diese patriotischen Gefühle so unterdrückt werden und irgendwie so irgendwo da sind, aber halt... Ja, gefährlich wird es in dem Moment, wenn ein Volk komplett seine Wurzeln verliert, also wenn es entwurzelt wird. Fühlst du dich selbst also entwurzelt ab und zu als Deutscher? Siehst du das? Ja, oder? Wenn ich hier nur noch Coca-Cola und McDonald's und Burger King sehe, denke ich langsam, bin ich ein Amerikaner oder was bin ich hier eigentlich in diesem Land? Das nervt mich. Mich nervt, wenn eine Kultur, das nenne ich jetzt mal die amerikanische Kultur, die ganze Welt überschwemmt mit seiner eigenen Kultur. Und das ist leider ein Phänomen der Amerikaner. Sie haben etwas, was wirklich die ganze Welt in den Bann zieht. Sie haben eine bunte, kitschige Freiheitskultur, die sogar in Japan Erfolg hat. Japan hat eine uralte Tradition, wunderschön, verrückt, eigen. Und sie machen alles, was die Amis machen. Also ich hoffe, dass jede Nation der Welt es schafft, trotz der Globalisierung, die ja in Gang ist, trotzdem die Eigenheiten zu bewahren, ihre Tradition zu zeigen, die eigene Kultur, die eigenen alten Geschichten, die Sprachen müssen gepflegt werden. Auch die Dialekte, da fängt es schon an. Man sagt immer, ich bin jetzt auch kein Dialektfreund, aber es wird bewusst, das finde ich auch gut so, werden Dialekte gepflegt und erhalten als Kulturerbe. Also man muss das... Du musst da gucken, Verzeihung, ne? Also du kommst nicht zu mir, weil ich bin... Okay. Okay. Ich wollte nur ganz kurz darauf zurückkommen. Du hast über ein paar Dichter und deutsche Philosophen zitiert. Und ich habe so eine Sendung gemacht, was jeder Pole wissen sollte. Und da wissen sofort Leute, was man sagt. Wer sind das für dich? Was ist typisch deutsch? Was jeder deutsche Patriot sozusagen sagen wird, das ist das Lied oder das ist dieser Literaturstück oder der Dichter oder...
Philosoph. Ja, natürlich, das Land der Denker und Dichter, wobei ich das auch immer lustig finde, wie viel Prozent waren denn Goethe und Schiller? Ja, es ist ja nicht eine ganze Nation gewesen. Die anderen sind alle gerne für den Kaiser gestorben und in den Krieg gelaufen. Also sicherlich die Wissenschaft, Technik, Kultur, Schriftsteller, Musiker, ganz großartige Leute, Philosophen. Also klar, Deutschland ist ein im Herzen Europas gewachsen, eine alte Kultur und natürlich made in Germany, gewisse Automarken, die wir hier haben. Das ist Deutschland gerade international, im Sport, im Fußball, das ist dann auch wieder so ein Ding. Das gehört ja, das vermischt sich ja dann alles in der Zeit, in der man das Land betrachtet, was gerade wichtig ist. Die Dinge, die in der Zeit wichtig waren, die werden dann auch von den sogenannten Patrioten dann auch so gern genannt. Die Bratwurst ist für die deutsche Bratwurst ist dann auch was Patriotisches für solche Leute. Oder das Bier, das deutsche Bier. Da muss ich wieder sagen, ja, die haben alle ein bisschen Goethe und Schiller vergessen, die zu oft das Wort Bier und Bratwurst sagen. Ne? War das gerade Benachrichtigung, dass wir keinen Speicherplatz mehr haben? Nee, da läuft das noch. Geht noch. Wundert mich. Nochmal zu neuen Patrioten. Kennst du solche Leute oder gibt es diese neue Patrioten im positiven Sinne? Wenn sie gibt, wie sind die? Oder wenn die auch nicht gibt, wie sollen die sein? Ich kenne also, wenige, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenige musst du sagen, ja. Wem, ne? Also. Ich kenne wenige Patrioten persönlich, habe ein paar kennengelernt über diese Friedensbewegung, in der ich aktiv bin, aber habe jetzt nicht so, ja, bin jetzt nicht bei den Lederhosenleuten den ganzen Tag, die aufs Oktoberfest fahren und, also ich habe wenig mit so Leuten zu tun, aber da, das liegt ja vielleicht auch in der Sache, dass sich der Deutsche immer noch ein bisschen schämt, laut zu sagen, dass er sein Land liebt und hurra, ich bin Deutscher, sagen die Leute selten. Es ist immer noch eine tief sitzende Scham, anerzogene, übertriebene Scham auch, Stolz zu sagen, ich bin Deutscher. Ja? Also man merkt ja auch, dass viele Leute aus dem Ausland, die hier leben, viel eher sagen, ich bin stolz, in Deutschland zu leben. Ich liebe Deutschland. Die können das sagen und da guckt doch keiner komisch, wenn, egal wer aus anderen Ländern ein Deutschland-T-Shirt anhat oder Deutschlandfahne schwingt, dann ist es so, ach schön, toll. Wenn ein blond, blauäugiger die Deutschlandfahne schwingt, der vielleicht noch kurze Haare hat, dann ist es gleich so, ist der jetzt nur Deutschlandfan oder ist er sogar ein Faschist, Nazi oder irgendwas? Es ist ein schmaler Grat. In Deutschland, es ist schwer. Deutschland und Patriotismus ist schwerer als Amerika, Frankreich, Russland und Patriotismus, weil wir dieses geschichtliche Branding von 1933 bis 1945 haben. Und kannst du ganz ohne komisches Gefühl sagen, Unwohl in der Öffentlichkeit oder auch unter deinen Freunden, ich liebe Deutschland oder ich liebe mein Land? Fühlt sich das für dich persönlich jetzt, weil du bist mein Hauptdarsteller jetzt. Sagst du sowas? Denkst du sowas? Ich muss gerade lachen über eine furchtbare Werbung der Bundeswehr. Ja. Das sind ja auch die Patrioten. Da sehen wir auch falscher Patriotismus. Für mich der Patriotismus im militärisch-industriellen Komplex, in dem man Rekruten versucht zu fangen, junge Menschen versucht zu ködern, unter den Deckmantel des Patriotismus. Also komm ins Militär, sei ein Patriot und verteidige deine Heimat. Das haben schon die Nazis gesagt, das haben alle Regime gesagt. Immer wo, das meinte Wagner mit dem Zitat Richard Wagner, dass Patriotismus, wenn er in die falschen Hände gelangt, auch Leute irreführen kann, auf falsche Wege. Wie? Das ist meine Meinung, weil ich mehr Pazifist bin, im Militär. Das Militär nimmt sehr oft das Argument des Patriotismus, um Soldaten zu rekrutieren, das Kanonenfutter für ihre Interessen der Macht zu rekrutieren. Und dann geraten junge Leute, oh, ich bin doch ein Patriot, ich kämpfe für Deutschland. Nee, ich weiß nicht, was die Leute in der NATO für Deutschland kämpfen, wenn sie in Syrien sind, in Afghanistan sind, dann weiß ich nicht. Meine Freiheit wird nicht am Hindukusch verteidigt. Das ist aber jetzt ein ganz anderes Thema. Ausrüstung und die beste Ausbildung. Sehen wir auch wieder da rechts oben. Entschuldigung, ist jetzt darüber kann ich mich so aufregen. Das ist Bauernfang ist das. Mit Patriotismus Bauernfang. Ich war im Militär in der NVA, Nationale Volksarmee. Und war auf der Straße mit 19. Und wie stellst du dir eine ideale Zukunftsentwicklung für diese patriotische Gefühle in Deutschland? Wie würdest du dir das wünschen, also von Menschen her? Was für eine Einstellung zum Patriotismus die entwickeln und wie kommt man dahin?
ja, eine gesunde Einstellung für die Zukunft, für den Patriotismus wünsche ich mir natürlich, dass man auf keinen Fall im vereinten Europa, während der Globalisierung, auf keinen Fall seine Wurzeln vergisst, die Traditionen vergisst, vergisst, wo man wirklich herkommt, die Vorfahren herkommen, dass man die positiven Dinge der Nation mitnimmt, lernt, Denker, Dichter, Musiker, Kunst, Wissenschaftler, das ist was ganz Tolles, was Deutschland zu bieten hat. Darauf kann man dann auch, da kann man sich freuen, ich sage immer froh sein, kann man darüber, dass man dann in so einem Land groß wurde, aber jedem anderen gegenüber auch tolerant sein, der aus einem anderen Land kommt und auf seine Sachen stolz und froh ist, kann man sagen, toll, finde ich gut, dass du deine Werte und deine Sachen hast. Für mich wichtig, das habe ich gerade das Wort gesagt, Patriotismus immer verbunden mit humanistischen, guten Werten. Frieden, Umwelt, Gerechtigkeit. Das ist wichtig und das ist dann wieder nationenübergreifend, aber dann von mir aus in der Lederhose. Ja, diese über allem schwebenden Werte in der Lederhose, der andere im Kimono und der nächste mit dem Schottenrock. Ja, so einfach ist das. Aber Frieden, Gerechtigkeit und Umwelt als Basis für unser Zusammenleben. Du wirst auch erzählt ein bisschen zu deiner Freundschaft zu Russland und zu diesem Friedensrat, was ihr gemacht habt, weil das ist vielleicht auch schön, wenn wir schon ankommen und dann eine russische Freund zu Hause wartet, kann man schon langsam das Thema anfangen. Ja, also ich habe zum Beispiel ganz interessante Patrioten kennengelernt in Russland. In Russland gibt es sehr viele Menschen, die stolz auf das Land sind, auf Mütterchen Russland, auf das Vaterland. Sie haben eine schwere Zeit hinter sich, haben nicht diesen Luxus, den wir in Deutschland haben, mussten immer sehr kämpfen für ihr Überleben. Jelzin-Ära war ganz schlimm, da haben die Leute gehungert. Und dann sind sie jetzt eben stolz drauf, wenn da ein Herr Putin im Moment etwas geschafft hat, was sie all die Jahre vorher bei Jelzin nicht mehr hatten. Ja, er hat wieder dem russischen Volk eine gewisse Achtung und Respekt und Würde gegeben. Unter Jelzin, dem alten Alkoholiker, ist ja das Image und Ansehen und die Wirtschaft bergab gegangen von Russland, ehemalige Sowjetunion. Also da war mal etwas, was in der Welt eine Rolle spielte. Das hat man dann mit Jelzin völlig zertreten und kaputt gemacht. Dann kommt ein Herr Putin und gibt den Leuten wieder etwas, macht was für Mütterchen Russland. Und das danken ihm die Leute, habe ich dort kennengelernt. Wir waren in Russland und da sind sie stolz drauf. Die Russen sagen, wir sind stolz auf Russland und sie verteidigen Russland. Da liegt, finde ich, da hat Russland einen Vorteil. Russland konnte noch niemals besiegt werden, weder von Napoleon noch von den beiden Kriegen der Deutschen. Russland wurde noch nie großartig besiegt. Und da kommt noch ein anderer Patriotismus, den ich dort kennenlernte. Ne, bei den Nachtwölfen, das sind ja diese Rockerbande, wo wir waren. Die sind natürlich unheimlich stolz auf ihre Vorfahren, die Nazis und die Faschisten und andere besiegt haben. Mit einem leidenschaftlichen Kampf für ihr Blut, für ihr Land. Das kann man... Ich sage immer, ich weiß nicht, wie national, wie patriotisch wir Deutschen wirklich sind, weil manchmal lache ich drüber und sage, was der Deutsche perfekt kann, ist der Rückzug, der geordnete Rückzug. Ja, da sind wir die absoluten Patrioten, solange keine große Gegenwehr ist, da hauen wir doch rein. Und wenn Gegenwehr kommt, sind die Deutschen sehr geordnet im Rückzug. Also wir lassen dann auch uns ausbluten und gehen bis nach Berlin ins Mauseloch zurück und dann ist Feierabend. Ja? Und dann wird geweint. Der Russe, deswegen soll man sich das ab. Ich festgestellt, bis in die Ewigkeit. Nicht mit dem russischen Bären anlegen. Da ist eine ganz tief verwurzelte Liebe zur Heimat. Die sagen wirklich Mütterchen Russland. Wer Russland angreift, greift das Mütterchen von einem Russen an. Und für seine Mutter, das wissen wir alle, gehen wir durch die Hölle. Der Russe geht durch die Hölle. Na? Und nicht gleichmäßig zurück im Rückzug. Und das ist ein kleiner, also das habe ich festgestellt, ein sehr starker, wirklich viel stärkerer Patriotismus in Russland. Viel stärkerer Patriotismus ist in Russland. Nicht negativ. Ich will das. Ich habe nichts gemerkt von, wir wollen die Welt erobern. Niemand hat das gesagt. Wir wollen andere überfallen. Wir wollen Polen überfallen. Wir wollen Litauen überfallen. Was ein Quatsch. Nicht ein Russe hat das gesagt. Sie haben alle nur gesagt, uns sollen die Amerikaner und die NATO in Ruhe lassen. Wir mit unserem seltsamen NATO-Patriotismus gehen an die russische Grenze nach dem Zweiten Weltkrieg. Nie wieder wollten Deutsche an der russischen Grenze stehen, jetzt stehen sie in Litauen. Ich finde es widerlich und war auch dort und habe ja da demonstriert. Erzähl ein bisschen noch zu diesen Fahrt nach Moskau. Mhm. Wieso hat es was mit Patriotismus zu tun oder nur mit Frieden und pazifistischen Ideen? Du sagst, es sind viele verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern. Erzähl so ein bisschen, weil das würde ich gerne auch im Beitrag. Ja, wir haben,
Also wir haben ja eine Friedensfahrt gemacht jetzt im August diesen Jahres, 4200 Kilometer von Berlin über Kaliningrad, St. Petersburg, Moskau, Minsk, Warschau wieder zurück. Sind durch viele Länder gefahren, Litauen, Lettland, Estland, durch Polen und haben all diese Länder sehr schätzen gelernt, als wir da durchfuhren. Wurden sehr willkommen mit 235 Menschen, 70 Autos, sehr willkommen geheißen von allen Menschen. Muss man sagen, durch alle Länder, durch die wir gefahren sind, gab es immer Daumen hoch, weil unsere Fahnen, Friedensfahnen und unsere Friedensaufkleber ganz klar zu sehen waren, wurden überall positiv aufgenommen und haben, wollten Freundschaft. Wir sind ja als Deutsche hingefahren. Ja? Wir waren natürlich auch froh, Deutsche zu sein, die Russen besuchen, um dieses Feindbild abzubauen. Das war ja der Grund. Fahrt in die Länder, fahrt in die sogenannten medial gemachten Feinde, fahrt zu diesen Ländern, lernt die Menschen kennen, esst mit ihnen, trinkt mit ihnen, lacht mit ihnen, weint mit ihnen und dann merkt ihr ganz schnell, wir Menschen sind alle gleich auf der Welt. Wir wollen glücklich sein, in Frieden leben. Das wollen auch die Russen. Und da sind wir hingefahren und haben die kennengelernt. Die Russen, haben einen großen Respekt vor der deutschen Nation, vor den Deutschen, vor der Kultur, der Wirtschaft, den Autos. Also die Russen respektieren, achten und schätzen Deutschland sehr. Trotz unserer Taten, die die Deutsche, unsere Vorgänger getan haben, sind sie uns in keiner Weise negativ entgegengekommen. Nicht einer hat Faschist gerufen oder sowas. Ist ja nur auch eine Weile her. Also da war nicht einer, der uns wirklich böse... Alle haben nur gesagt, wenn wir uns dann ein bisschen mit schlechtem Gewissen an den Denkmälern so entschuldigt haben und gesagt, es tut uns leid, was unsere Vorfahren da gemacht haben, das hätten wir nie gemacht, haben die gesagt, lass doch mal, das waren eure, da können die auch nichts dafür, die wurden manipuliert. Und die Köpfe wurden gewaschen von der. Das ist ganz interessant, dass du sowas gemacht hast, finde ich, weil wir leben so nah aneinander, auch Deutschland und Polen, und wir kennen uns nicht. Und Gleiche mit Polen, ja. Wir sind wirklich mal in Polen gewesen, um sowas zu wissen. Und da tatsächlich braucht man nur Leute zu nehmen und dahin zu fahren. Richtig. Aber wird ihr da als was wird ihr da, hier kommen Leute uns besuchen oder da sind die Deutschen? Du sagst, ihr wurdet ganz herzlich da auch. Wir wurden sehr herzlich medial empfangen. In allen russischen Medien wurden wir empfangen. In den deutschen wurden wir nicht gesendet, weil wir dem Feindbild der NATO nicht entsprechen. Wir wollen Frieden und Freundschaft die Hand reichen nach Russland. Also ich war ja auch alleine schon in Moskau ein Jahr vorher, habe da ein bisschen vorgefühlt, war in der Duma etc. Wurden total nett. Von allen Parteien wurde ich nett empfangen in der Duma. Von allen Vertretern, von Kulturleuten, einen Rapper kennengelernt. Also ich habe ganz viele Menschen, auch ganz normale Menschen, wir waren in Gastfamilien, bei Gastfamilien untergebracht. Leute, Reisen verhindert Vorurteile, gibt es ein Zitat von irgendeinem? Reisen, irgendwas mit Vorurteilen, also das ist natürlich gegen alle Vorurteile. Du musst nur reisen, packt die Koffer, fahrt hin, fahrt nach Polen zum Beispiel rüber. Freunde von mir, ich war auch selber sehr angetan von Polen, sehr nette Leute, sehr schön, sauber, ordentlich alles. Also muss ich sagen, hat mich auch fasziniert. Und Krakau, Breslau, Stettin, unheimlich schön sind die ganzen Städte geworden. Also da schwärmen meine Freunde. Unheimlich schön ist Polen geworden. Und es wird auch, ich merke das im Freundeskreis, immer mehr sagen, ja, ich war schon mal da, habe ich gehört. Also es spricht sich wohl langsam rum, es braucht immer seine Zeit, dass es ein bisschen auftaut, dass man nicht nur nach Mallorca fährt als Deutscher oder in die Türkei, Billigurlaub, sondern auch mal in den Osten fährt, mal den Osten kennenlernen, ne? Mit seinen ganzen Wundern, ja. Sag mal, wenn es gibt deutsche Patrioten, sagen wir, dann wo verstecken die sich, wenn die überhaupt gibt? Deutsche Patrioten sind ja, wie gesagt, das ist immer eine ganz, da muss man aufpassen. Sehr schnell vermischen sich diese deutschen Patrioten mit Nationalisten. Das ist leider so, ja. Da werden auch viele Patrioten bei der Pegida oder irgendwo sein, die sich als Patrioten bezeichnen. Dann aber auch wieder sagen, oh, mit Flüchtlingen haben sie ein Riesenproblem. Also da muss, es ist sehr verwaschen. Es gibt keine klare Grenze, Abgrenzung, wo fängt Patriotismus an, wo hört Patriotismus auf? Es gibt keine Definition, 100%, hier glaube ich nicht. Gibt's nicht. Ja. Und erzähl vielleicht jetzt ein bisschen dazu, dass wir jetzt, wenn wir zu dir nach Hause kommen, dass da jemand kommt, auf dich wartet vielleicht, der sozusagen, als ob du mit uns dahin fahren würdest. Also, ja. So, und jetzt sind wir gleich bei mir zu Hause und das Lustige ist, heute
ist der Wladimir zu mir gekommen. Den haben wir in Kaliningrad kennengelernt. Der hat uns begleitet bis fast nach Minsk, Weißrussland, während der Friedensfahrt. Und er ist ein Geschäftsmann, der wohnt in 5 Ländern rund um die Welt. Sehr fleißiger, guter Geschäftsmann, der Wladimir. Und vielleicht kann der euch auch noch was erzählen über seine Sicht des Patriotismus, denn er lebt unter anderem in Amerika und auch in Russland und noch in anderen Ländern, auch in Deutschland. Und der kennt sich also so ein bisschen aus, international. Und bei dem sind wir jetzt gleich. Super. Vielleicht noch eine Frage hätte ich. Sind da Sachen, die dir, sagen wir, Angst oder Sorgen machen, die du, weil ich habe in deinen Videos gesehen, viele Sachen regen dich sehr richtig auf, in Bezug auf, ja, ich weiß nicht, Patriotismus in Deutschland oder deutsche Gefühl, wer man, als was man sich. Ja, natürlich nochmal. Die Gefahr ist immer in der Nähe des Patriotismus, hält sich gerne der Nationalismus und der Rassismus da dann auf. Ja? Nationalismus geht einher mit Rassismus. Meine Nation steht über anderen und in anderen Ländern leben andere Rassen auf anderen Kontinenten. Ganz schnell erhebt sich dann der Nationalist über andere. Also es ist schön, das ist wie bei Pinocchio. Pinocchio ist der Patriotismus und dann kommt der Wolf und der Fuchs, der Nationalismus und der Rassismus. Und die wollen Pinocchio ja nur helfen. Ich finde, das kann man schön so sagen. Pinocchio, Patriotismus und der Wolf und der Fuchs. Das sind der Rassismus und der Nationalismus, halten sich gern in der Nähe von Pinocchio auf. Und wenn Pinocchio nicht aufpasst, vermischt er sich und nimmt sie als falsche Freunde mit. Oh, welch eine Metapher. Wie genial, ist mir eben gerade eingefallen. Die Stimme des Zorns, Ove Schardauer alias Cerebell. Das war echt gut eben. Das fand ich jetzt, wo ich sagen, das war richtig geil. Nee, ich muss mich gerade mal loben, weil ich das erste Mal selbst gehört habe. Ich habe es euch erzählt und meine Ohren hörten das erste Mal diesen genialen Vergleich von Pinocchio, Wolf, Fuchs, Rassismus. Genial ist das. Ich muss mich mal wieder loben, Entschuldigung. Ja. So, das war's, ja? Genug Lobhudelei. Läuft die Aufnahme eigentlich noch? Ja, bei mir läuft das hier tatsächlich. 26 Minuten. Stopp, mache ich mal langsam.